Hallo, lieber Wassermann, und willkommen zu deiner Tarot-Kartenlegung, deiner Tarot-Monatslegung für den Januar 2024. Ich bin Daniela von Sonne, Sand, Meer Tarot und wie immer ist das hier eine ganz allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe und die natürlich auch nicht für jeden passt. Und wie immer darfst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest, den lass beiseite. Ja, und wir schauen hier wieder in die vier Elemente hinein, die wir auch im Tarot wiederfinden. Wir beginnen im Osten und schauen mal, wie die mentale Energie für den Wassermann im Januar aussieht. Und da geht es vor allem um das Denken. Ich habe hier die Königin der Schwerter. Ja, das heißt, eigentlich sind deine Gedanken klar. Und ich sehe, dass die geistige Welt dich auch unterstützt, dich zu fokussieren. Ja, Klarheit und Fokus sehe ich hier im Bereich der Gedanken für den Wassermann. Hoppala. Eine siegreiche Energie. Also diese Klarheit und die Ausrichtung, ja, hilft dir siegreich zu sein, hilft dir erfolgreich zu sein. Und wir sehen ja hier in dieser Karte, dass die Engel helfen, der Königin ihre Krone aufzusetzen. Ja, das heißt, die Engel helfen, den Blick klar zu kriegen, sich klar zu fokussieren. Und hier kommt noch eine dritte Karte für den Wassermann, für den Bereich der mentalen Energie und des Denkens. Und ich habe hier die Stärke. Also ich sehe hier, dass du hier Unterstützung hast auf allen Ebenen, dass du dich klar ausrichten kannst, ja, dass es dir auch relativ leicht fällt, klare Gedanken zu bewahren und dass sich diese Ausrichtung nach vorne, diese Ausrichtung auf das Positive siegreich macht, ja. Und dass du einfach Unterstützung an deiner Seite hast, sowohl im Außen als auch, also sowohl im Außen auf der materiellen Ebene, in der materiellen Welt, als auch aus der geistigen Welt. Und dass du dich einfach auf allen Ebenen gut und zufrieden fühlst. Ja, einerseits, weil du ein sehr klares, leichtes, spielerisches Denken hast. Andererseits bringt das, worauf du dich fokussierst, die erwünschten Resultate. Und das bringt dich einfach in eine ganz besondere Form von Kraft und Zufriedenheit, weil du dich verstanden und unterstützt fühlst, sowohl vom Universum als auch ja, von den Menschen, die du um dich hast. Wir schauen jetzt weiter in den Süden, in das Feuerelement. Und in diesem Bereich haben wir für den Wassermann die Ideen, Wünsche und Impulse. Ich sehe, dass du hier etwas planst, ja, dass du dich anfängst, dass du anfängst, etwas zu planen. Und wir schauen tiefer hinein in diese Energie des Feuerelements. Du machst dich auf eine Reise, kreativ gesehen. Und das muss noch gar nicht mal sich hier im Januar manifestieren. Ja, ich sehe hier mehr so einen Ausblick in die Zukunft, ja, das können auch gute Vorsätze sein für das neue Jahr, Dinge, die man gerne umsetzen möchte. Also ich spüre hier beim Wassermann einfach so eine Aufbruchsenergie, so eine positive Motivation, wie die eben Anfang des Jahres noch da ist, wo man einfach schaut, wie kann man Pläne umsetzen, eben vielleicht mal ein bisschen Verhandlungen führt, was etwas kostet, wie etwas umsetzbar ist. Ja, du gehst hier in Gedanken auch schon auf eine Reise, spielst das durch und du lässt Altes in Frieden hinter dir. Also was auch immer du im alten Jahr lässt, im alten Jahr gelassen hast, wann auch immer du dieses Video anschaust, es ist in Frieden. Ja, also ich spüre hier so einen friedlichen Abschluss auf der Ebene des Feuers, auf der Ebene der Kreativität. Ja, du lässt die Dinge wirklich in Frieden hinter dir und wendest dich dann eben mit voller Kraft auch neuen Dingen in deinem Leben zu. Dann schauen wir in den Bereich des Wasserelements, die Kelche im Tarot.
Und wir haben hier die Gefühle, die Liebe, die zwischenmenschlichen Beziehungen, auch die Freundschaften. Schauen mal, wie die Energie für den Wassermann im Wasserelement aussieht. Und ich habe hier die Kaiserin. Und die Kaiserin zeigt eine Herzenszentrierung. Ja, die zeigt aber auch nochmal an, dass dieser Prozess hier, dieses etwas Neues kreieren, etwas Neues erschaffen, dass das einfach langsam in dir wächst. Das passt vor allem dann ganz gut, wenn die Dinge dir wirklich am Herzen liegen. Ja, also man könnte sagen, das sind hier Herzensprojekte, die in dir auf der Gefühlsebene tiefe Resonanz finden und einfach auch mit ganz viel Herzenergie und Liebe umgesetzt werden. Wir haben hier die Mäßigkeit, ja. Das bedeutet immer, dass ja, du einerseits schon mit dem ganzen Herzen dabei bist, andererseits aber auch geerdet bleibst. Ja, es ist nicht so, dass hier die Pferde mit dir durchgehen, sondern es läuft alles geerdet in der richtigen Geschwindigkeit, im richtigen Maß. Ja, und das ist das, was dir eben hier auch den Erfolg bringt. Auch einfach diese Klarheit, was wann zu tun ist. Ja, keine Hast haben, aber auch nicht hinterherhängen, sondern einfach so im richtigen Tempo vorangehen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein, um das Richtige zu tun. Ja, und hier sehe ich auch wieder so diesen Blick in die Zukunft, der Träume verwirklichen kann. Also von dem her hast du hier im Wasserelement, auf der Herzebene, auf der Ebene der Kelche auch sehr resonante und positive Energien. Und dann schauen wir zum Schluss noch in den Norden, in das Erdelement, in die Münzen im Tarot. Schauen uns die Energien der Materie an für den Wassermann. Und das betrifft vor allem die Arbeit, die Finanzen, die Familie und auch das Wohnen. Und ich habe hier die zwei der Stäbe. Ja, und da sehen wir, dass einfach so dieses Verwirklichen der Pläne, die hier auf der inspirativen Ebene und auf der Gedankenebene, vielleicht auch schon auf der emotionalen Ebene, die sind hier im materiellen Bereich im Außen, sind sie noch in den Kinderschuhen, in der allerersten Phase der Planung und der Umsetzung. Und das ist ja auch richtig so. Eins nach dem anderen. Aber man sieht hier sehr schön, wie diese Bereiche zusammenpassen. Von dem her habe ich generell so den Eindruck, dass dieses Gesamtbild für den Wassermann im Januar sehr harmonisch ist und sehr erfolgreich und kontinuierlich fortschreitend. Ja, da kommt jetzt doch wieder so diese Energie hinein, dass es vielleicht auf der materiellen Ebene manchmal ein bisschen schneller gehen könnte. Das ist auch ein ganz normales Phänomen, dass wenn wir eben inspiriert sind, wenn wir unsere Ideen umsetzen wollen, klar ausgerichtet sind, dass wir eben auch wollen, dass auf der materiellen Ebene etwas vorangeht. Und ja, was ich hier auch noch sehe, ist so ein bisschen ein Prüfen, ob die Dinge wirklich funktionieren oder ob du dir das nur erträumt hast, ja. Die 7 der Kelche ist immer so eine Karte, wo man wirklich dann auf der materiellen Ebene schaut, ob sich die Dinge auch wirklich umsetzen lassen oder ob sie vielleicht einfach nur Traumdenken sind, ja. Das heißt, ich sehe hier eigentlich ein sehr realistisches Vorgehen, wo du eben alles nochmal auf Herz und Nieren auch prüfst, ja, wirklich schaust, kann ich diesen Weg gehen, gibt es die Möglichkeiten dazu, stehen mir die Mittel zur Verfügung, ja. Von dem her sehe ich hier ein sehr ausgeglichenes, harmonisches Bild für den Wassermann im Januar. Und zum Abschluss ziehe ich dir noch eine Mondkarte. Verlasse deine Komfortzone. Das kann auch etwas mit dieser Karte hier oben zu tun haben. Ja, dass
die Dinge manchmal vielleicht so ein bisschen bedrohlich erscheinen, wenn wir uns aus unserer Komfortzone herauswagen und dass wir nicht wissen, ob sie gut sind oder ob sie schlecht sind, wenn wir sie noch nicht kennen, weil wir sie eben noch nicht in unserem Energiefeld haben, beziehungsweise weil wir sie eben auch auf der materiellen Ebene noch nicht direkt greifen können und erfahren können. Ja, lieber Wassermann, von dem her gefällt mir dein Kartenbild sehr gut für den Januar. Ja, die Umsetzung deiner Pläne liegt hier sehr harmonisch, sehr erfolgreich. Ja, ich habe so das Gefühl, dass das, was in dir ist, dass es sehr harmonisch ist und total gut passt. Und wie gesagt, im Außen, da kann es sein, dass es dir manchmal vielleicht ein bisschen zu langsam geht, dass du manchmal auch erstmal schauen musst, ob du dich damit wirklich wohlfühlst, je nachdem, welche Form es dann eben annimmt. Wir sind ja in einer allgemeinen Legung. Ja, und von dem her, denke ich, darfst du dich hier auf einen sehr harmonischen und erfolgreichen Jahresanfang freuen. Ja, lieber Wassermann, soweit deine Monatslegung für den Januar. Ich hoffe, sie war dir hilfreich und konnte dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und wenn du möchtest, hinterlass mir einen Kommentar, darüber freue ich mich von Herzen. Alles Liebe! Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, meine Arbeit und diesen Kanal hier mit einem Kaffee zu unterstützen. Da freue ich mich wahnsinnig drüber und es hilft mir dabei, diesen Content hier weiter fortlaufend kostenfrei anbieten zu können. Den Link dazu findest du unter dem Video und ich sage herzlichen Dank und alles Liebe.